Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Eins. Ladies and Gentlemen, Sven darf morgen arbeiten und für euch hat sich damit nichts geändert, aber was sich schon auf jeden Fall für euch geändert hat, ist der Name da. All In ist tot. Lang lebe Akadari. Richtig ausgesprochen. Mann. In your face. Da muss er sich auch erstmal gewöhnen. Ja. Das in heißt, Akadari, falls ihr ein All In T-Shirt kaufen wollt, gibt es nur 3 Stück auf der Welt, ja? Wir sehen. Bietet dementsprechend und wir können mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Namen und Sven stellt die erste wichtige Frage. Nochmal zurück zur T-Shirt-Frage. Meinst du, das dritte T-Shirt liegt noch? Ja, irgendwo hinten im Wandschrank. Unter 1000 Werder-Trikots. Ich glaube, das ist kaputt oder verbrannt oder irgendwie was. Was habe ich mit denen jetzt zu tun? Deswegen. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, ne, All In geht ja gar nicht mehr klar, deswegen, ihr habt immer gesagt, boah, voll doofer Name. Und deswegen hat Sven immer die Sprachnachricht geschickt. Janik, lass Ende, das ist scheiße. So habe ich das nicht gesagt. Ich finde so eine Scheiße, wenn ich ihn nicht finde. Lass mal ändern. Hab gesagt, und dann hat Sven sich im Nachhinein beschwert, warum ich das nicht geändert habe. Nee. Ich habe gesagt, Janik, ich habe mir auf meinem Privataccount mal geguckt. Und wie findet man uns unter All In ganz schön schlecht? Mhm. Also so gut wie gar nicht. Ja. Ob wir da nicht irgendwas machen können. Ja. Und dann hast du auf einmal gesagt, ja, wir hauen jetzt alles weg. Also neuer Name. Mhm. Oder hast du mich mitgezwungen und dann musste ich alles mitmachen. Mhm. Ja. Dann bin ich am Ende schuld gewesen. Ja. Und um 1 Uhr nachts hat Sven sich dann beschwert, dafür jetzt gerade alles ändern müsst. Oh, da war ich so fertig. Nach 15 Stunden haben wir es größtenteils dann alles geändert. Also was wir schon halt gemacht haben, wir machen halt jetzt immer wieder einmal dafür, weil die Frage halt schon mal aufkam. Und ich habe aber schon geantwortet, natürlich direkt darauf, dass wir aktuell noch in Planung sind und viel, halt sehr vieles ändern wollen. Und davon haben wir halt noch einige Sachen. Aber wir wollten euch auf jeden Fall schon mal sagen, was wir bisher so gemacht haben und was wir auf jeden Fall noch umsetzen wollen erstmal. Was so die spontanen Ideen bisher sind, also es kann halt noch sehr viel kommen. Deswegen, beim nächsten Infovideo gibt es dann mehr Infos über den aktuellen Stand der Dinge. Aktuell ist halt der Stand. All In haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und deswegen haben wir auch einen neuen Twitter-Account. Insta haben wir geupdatet. Discord haben wir geupdatet. Intros, Outros, Banner, Logo, überall. Wir haben jetzt 3 Channel wieder aktiv. Best of All In habe ich zum Beispiel so gelassen, weil es einfach Best of All In war bisher. Wenn mal wieder Best ofs kommen würde, wäre vielleicht ein neuer Channel. Das wäre einfach so die Historie von letzten Channel, habe ich mir gedacht. Ja. Und deswegen auf jeden Fall so. Jetzt auf jeden Fall haben wir wieder 3 Channel aktiv. Nehmen wir mal unseren Hauptchannel, wer jetzt gedacht, wo aktuell sehr viel Little Suck kommt. So viel? Sehr viel, ja. Das ist aktuell die Mirko Week. Ach du Scheiße. Gestern Mirko, heute zweimal Mirko, morgen Mirko und TTT mit Mirko. Jo. Am Freitag. Das ist Mirko. Junge, der Junge ist öfter bei uns als bei ihm selber. Ja. Hätte ich Kiosin Royal am Montag gebracht und nicht nächste Woche Montag, wäre die ganze Arbeitswoche quasi nur voll mit Mirko gewesen. Wie geil. Da wollte, dass die Leute fragen, ob er mittlerweile dabei ist. Ja, stimmt. Oh Mann, ey. Aber das hast du auch gesagt, ja, also, oder? Ja. Und, ja genau, also wir gucken, also Struktur ist nochmal was anderes, wann nach dem Upload-Plan und so, deswegen habe ich den erstmal nicht veröffentlicht, weil das alles ein bisschen durcheinander aktuell ist. Es bleibt auf jeden Fall dabei 2 Videos mindestens die Woche. Den Samstag wollen wir in der Regel frei halten für solche wichtigen Sachen wie heute. Mhm. Und die anderen Tage versuchen wir auch noch ein bisschen so frei zu halten, dass es mit den anderen Channels passt. Das wird jetzt erstmal ein bisschen drüber. Deswegen wird das im nächsten Video dann klarer dargestellt. Das ist halt noch in Arbeit, wann welches Video kommt, wo und wo vor allen Dingen. Wir haben auch so einige Ideen auch,
und das ist halt aktuell auch die Sache, wie wir sie umsetzen. Und, zum Beispiel All in TV ist jetzt auch Akadari Su TV geworden. Da, also der Content wird der gleiche bleiben, also mehr außerhalb vom Gameplay-Darstellung. Mehr auf Gameplay reagieren oder andere Sachen, die mit Gaming zu tun haben, aktuell. Also quasi Trailer gucken oder sowas in der Art. Ja genau, Reacts oder was weiß ich. Ich hatte jetzt noch irgendwie heute noch eine Idee gehabt, was man demnächst mal machen kann. Ja. Da freue ich mich drauf, weil ich glaube, das wäre witzig, weil wir dann mega Streit ausarten bestimmt. Aber mal gucken. Ach du Scheiße. Und wir hatten auch All in Let's Plays und Gameplay. Der war nie so richtig in Betrieb, nur hin und wieder. Zum Beispiel, da kam mal die Dapper Daylight-Folge, da kam die Sucking Suck CSGO-Folge, solche Sachen. Also so ein paar Sachen kamen da schon. Und früher halt auch mal so Sachen, die es nicht in den Hauptchannel geschafft haben. Und diese Thematik, schafft's nicht in den Hauptchannel, wollen wir quasi wieder angehen. Weil aktuell ist die Lage, wir haben sehr viel. Zu viel. Wir haben sehr, sehr viel. Allein auf dem Channel sind sehr viele Videos, wo ich nicht sagen kann, wann lade ich die jetzt, wo packe ich die hin? Das ist aktuell echt ein Problem und wir wollen das demnächst auch einkreisen, ist halt in der Planung. Das ist eine Sache, die wir noch machen wollen, aktuell auch schon teilweise gemacht ist. Also wir haben schon angefangen. Deswegen Akadari Let's Plays und Gameplay, wie er jetzt heißt, den könnt ihr auch gerne abonnieren, weil da kommen jetzt Stream-Sachen. Wie jetzt Pokémon kommt am Sonntag nochmal in Videoform von einem Video. Bei unserem Channel waren es ja zwei, da ist es nochmal auf 1 gemacht. Und ja. Plague Tale ist da. Da gibt es jetzt die. Gestern habe ich, beziehungsweise am Dienstag hatte ich den Release von Valorant gestreamt. Davon werden auch ein paar Runden dann da kommen nochmal. Falls euch das zum Beispiel interessiert, also so Sachen aus dem Stream, wo man denkt, okay. Kann man festhalten, sag ich mal, kann man für die Ewigkeit auf YouTube bewahren, wie man es so nennen möchte. Und aber auch andere Sachen, wie wenn wir zum Beispiel neue Spiele antesten, wie zum Beispiel Quantum League, da haben wir, man muss ja sich so vorstellen, wir nehmen ja nicht nur einfach, okay, neues Spiel, eine Runde nehmen wir es auf. Sondern meistens immer eine Session oder so. So war es jetzt oft. Richtig. Und wenn wir dann nach. Und die Planung ist erst bis so. Sobald wir merken, okay, das kommt nicht so gut an, wie wir es gerne hätten, würden wir zum Beispiel Topsim noch Leute interessiert, dann würden wir es halt auf dem zweiten Channel hochladen. Quasi auf dem zweiten LP-Channel, damit Leute, die daran gefallen haben, das immer noch gucken können. Mhm. Und da kommt zum Beispiel auch mal eine Quantum League-Folge, die ist da auch schon drin. Und wir haben noch welche auf dem Hauptchannel, also wir haben das alles schon so mit mir aufgeteilt. Und das wollen wir halt auch mit einigen Sachen machen, zum Beispiel, also wie. Eine Thematik ist, kommt nicht mehr so gut an wie der Durchschnitt von uns ungefähr. Das gibt es aber im nächsten Infovideo auch, wie wir genau das vorgehen, weil das ist halt aktuell eine dicke Planungssache bei uns. Ich dachte, du hast mich gerade verarscht, weil du das so gemacht hast. wieder hier Müpfig hier. Oh, dafür ist Sven dabei, damit er hier L machen kann. Und wir wollen halt das auch unter anderem aufschauen, wenn wir es so viel haben. Also zum einen, wenn es nicht so ganz ankommt, wie wir es gerne hätten. Oder wenn wir quasi es sowas gibt wie bei Warzone, haben wir auch den Gedanken gehabt. Bei Warzone, das gab es eine Zeit lang täglich Warzone bei uns. Fast einen Monat über oder so. Also kann ich gar nicht einschätzen, wie genau das war, aber das war doch bestimmt fast ein Monat. Krass, ne? Das ist echt krass. 3 Wochen auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Also dass so ein Hype-Game quasi den Kanal bestimmt, das würden wir quasi nicht nochmal so kommen lassen, sondern das auch mehr aufteilen quasi. Das... Tut mir leid, Marcel, tut mir leid. Wir würden es aufteilen, wir würden sie ja nicht wegparken müssen. Dann müsst ihr ja nur den 2-Channel dann abonnieren, weil dann... Wir würden es dann aufteilen, okay, zum Beispiel, ich erinnere mich an die... Wo du Internetprobleme hattest, Runde? Ja, die. Ja. Oder die Gasmaskenrunde? Erste Scheißrunde, das war ganz ehrlich scheiße. Oder solche Sachen, oder wo wir halt unsere Roadkill-Runden hatten oder sonst irgendwas, wo wir ganze Team mit dem Roadkill ausgelöscht haben. Solche Sachen, die so ein Highlight waren. Finde ich. Also, nicht jede Folge ist natürlich gleich geil.
Es gibt Folgen, die mehr in Erinnerung bleiben, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall cool, dass sie auf dem Hauptstand ist. Mal gucken, wie die Zuschauer reagieren und so. Und dann gibt es so Runden, okay, ja, die war so, naja. War mehr so Fail-Compilation quasi. Also einfach so was, was nicht so denkwürdig ist, das würden wir zum Beispiel auch auf einen Zwei-Channel packen. Damit nicht der Hauptstand vollgekleistert ist mit Warzone oder so. So als Beispiel. Ja. Wir würden es halt mehr aufteilen. Und da sind wir halt aktuell bei, wie wir es denn genau auch einteilen, quasi. Das ist aber alles nicht so einfach, deswegen, naja, muss man halt mal schauen. Naja. Und ja, wir haben jetzt halt einige Sachen vor, zum Beispiel Kanaltrailer, ne? Da steht halt noch, was ist All In, ne? Das muss nochmal überarbeitet werden. Dann, so wie es im letzten Kanaltrailer war, würde ich es gerne wieder machen. Kurze Erklärung, was die anderen Channels sind. Ja. Was hatten wir im Kanaltrailer davor? So eine kurze, erstmal so eine Erklärung, was wir für Leutchen sind. Und dann die Channel-Erklärung quasi von Best of All In und TV und Gameplay, also unserem Hauptchannel und so. Ja, also quasi eben mal so eine Familienvorstellung. Genau, einmal so, wir stellen uns, also jeder einzelne von uns wird dargestellt, da wird es auch so bleiben, aber auch so als Bonus nochmal. Akadarisu, was kommt da und Let's Plays. Also gucken wir aktuell auf, wie wir es am besten umsetzen können. Ja. Dein Werbespot werdet ihr demnächst noch viel sehen im All-In-Form. Allein bei CS, weil das noch bis Ende Juli läuft. Falls ihr das aktuell verfolgt. Und das werden wir auch aktuell, also das wird nicht in Akadari-Form erstmal umgesetzt. Da warten wir erstmal drauf, bis wir es richtig umsetzen können. Da war auch damals die Intention, okay, wir machen es halt mal so. Beim nächsten, dann, wenn es möglich ist, machen wir es dann nochmal richtig. Und quasi nochmal so, noch so eine Zwischenform, das haben wir jetzt gedacht, komm. Ja. Nee, ist auch nicht so cool. Genau, das war schon richtig, richtig geil werden. Genau, und wir hatten es ja auch mal gehabt mit, wir machen aktuell richtig viele Shoot, also wir sind ziemlich im Bereich Shooter im Genre, in dem sind wir. Und wir wollen da aktuell auch mal gucken, was wir da noch ändern können. Und sind aktuell auch am Plan von Formaten, zum Beispiel. Auch, dass wir wieder ein bisschen einmaliger werden. Ich gucke auf mein Internet. Ich gucke aufs Wer hat den Film? Sven ist fasziniert. So Leute, wir sind wieder da. Wieso nicht? Das hab ich nicht, dass mein Internet einfach mal einfach ausgeht, muss dann Trend drücken und wieder verbinden und dann geht wieder. Versteht. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Und zwar, wir machen viele Shooter und so aktuell und dass man das wieder ein bisschen einpendelt, sag ich mal. Und wie gesagt, aktuell sind wir im Format auch am Überlegen, sowohl Video als auch Liveform, damit mal das alles so wieder ein bisschen einmaliger wird. Wie das letztes Jahr zum Beispiel unsere Quizshows hatten wir. Was haben wir zum Beispiel gehabt, was kaum jemand macht? Bis auf wenige Ausnahmen. In größeren Bereichen. Aber dann geht's ja nicht. Und wir haben eigene Channel. Wir haben eigene Quizzes gemacht, ja. Und dass wir halt wieder irgendwie so weit bekommen. Also kein Quiz unbedingt, weil das ist ja am Ende abgeflacht und aktuell könnte ich nur Sven gegen Sven antreten lassen, ja. Das, naja. Und ich würde trotzdem noch verlieren. Wäre sehr philosophisch, Sven. Selbst wenn du gegen dieselbe antrittst, kannst du nur verlieren. Ja. Also ich bin. Ist schon tiefgründig. Ja. Und auf jeden Fall, dass wir wieder ein Format einfinden. Wir haben aktuell ein Live-Format-Idee, aber da gucken wir auch aktuell die Umsetzung. Deswegen, das ist halt auch in Planung. Und all diese Sachen werden dann im nächsten Infovideo nochmal aufgegriffen. Was halt jetzt aktuell noch in Planung ist, wie jetzt Einteilung, die Formate. Live, also Videoform. Werbespot, also wie gesagt, werden sie dann irgendwann erstmal All-In-mäßig sehen oder gar nicht in den neueren Videos und irgendwann kommt es dann auf einmal dann richtig. Und halt, irgendwann kommt ein neuer Kanaltrailer. Und alles andere muss ich halt erstmal einpendeln und wird es dann im nächsten Infovideo geben. Das ist erstmal der Stand aktuell. Genau. Genau. Da haben wir eigentlich alles, oder? Damit hätten wir alles erstmal, ja. Haben wir über 10 Minuten geschlägt? Achso, erzählt es auch recht. Easy. So. Ja. Geil. Folgt uns auf Discord. Den haben wir auch abgeändert.
Da steht zum Beispiel jetzt drin, was auf Instagaming gerade richtig krass im Rabatt ist. Und so ein wunderschöner Partner. Oder welches Free-to-Play-Game gerade, welches Game gerade gratis ist. Heute eingeführt. Also Mittwoch. Geil. Hier, hast du auch erzählt, dass wir bei den anderen Tierkanälen auch andere Farben haben? Wir haben andere Farben. Ja, ist wichtig. Ja, wir haben die Farben abgeändert, vorher war es alles weiß. Und jetzt haben wir mehr so bedeutsame Farben genommen wie, ich wollte gerade sagen, mit Grün, aber Werder Bremen Grün. Und so ein geiles Türkis oder was das ist. Und wunderschönes Hellblau. Finde ich mega sexy. Richtig hart sexuell. Und die Banner, also nicht die Banner, also Banner sind natürlich auch dementsprechend dann gemacht worden. Aber auch die Thumbnails werden dementsprechend sein. Genau, also halt in den entsprechenden Farbe vom neuen Kanal. Von der neuen Kanalfarbe. Mhm. Passend dazu. Und ja, genau. Das war's eigentlich. Was sagen, du hast jetzt noch was? Was dir jetzt spontan einfällt? Okay. Deswegen, falls ihr aber noch Fragen habt, falls wir jetzt noch nicht irgendwas aufgegriffen haben oder erwähnt haben, was euch jetzt noch irgendwie aufstößt oder wo ihr denkt, warum sagen die das jetzt nicht? Ne? Das könnt ihr dann uns in den Kommentaren fragen oder in unserer Community haben. Vielleicht mache ich da auch nochmal Q&A Spezial für falls da dementsprechend nochmal was aufkommt. Das könnt ihr ja einmal uns in den Kommentaren wissen lassen, ob da noch genügend Sachen offen geblieben sind oder ob wir erstmal alles klären konnten. Wie gesagt, wir werden wenn wir nochmal ein Infovideo machen und euch alles genauer erklären. Easy. Genau. Deswegen, falls euch das hier gefällt, das ist ein Infovideo. Ihr wisst, was zu tun ist. Und falls ihr noch kein Abo dagelassen habt und zu den 30% gehört, die noch kein Abo dagelassen haben, dann tut das doch gerne. Es ist gratis. Ihr tut euch nicht weh, ihr tut uns nicht weh, ihr unterstützt uns, ohne dass ihr was blecht. Richtig geil. Aber falls ihr selber was haben wollt, Hashtag Fairwo, dann Instagaming. Dann könnt ihr billiger ein Spiel kaufen und unterstützt uns, ohne nochmal zusätzliche Kosten zu zahlen. Easy game. Easy. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie rein. Ciao. Tschüss. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard